Hallo und herzlich willkommen zu unserer Mini-Meditation. Heute habe ich mal eine etwas schwerere Übung, und zwar möchten wir heute mal Kopf und Herz verbinden. Wie oft sind wir mit dem Kopf unterwegs? Wie oft sind wir mit dem Herzen unterwegs? Aber diese Verbindung, Kopf und Herz im Einklang zu bringen, ist für viele Menschen ein Problem. Kopf und Herz verbinden, wie kannst du das machen? Indem du dir einfach vorstellst, wie du eine Verbindung schaffst zwischen Kopf und Herz. Und diese Verbindung gehst du dann im Geist auf und ab. Also wie zum Beispiel ein Tunnel, ein Fahrstuhl, ein Gang, ein Straßenweg, wie auch immer, schaffst du eine Verbindung zwischen Kopf und Herz. Und diese gehst du im Geist dann auf und ab. Wenn du mitmachen möchtest und probieren möchtest, ob du das hinbekommst, dann setz dich jetzt aufrecht hin. Die Schultern gehen lockerer nach hinten und nach unten und dann schließe deine Augen. Atme entspannt ein und aus. Und wenn du soweit bist, dann kannst du jetzt beginnen. 5 Minuten.
Gut, dann komm langsam aus der Meditation heraus. Öffne deine Augen. Wie ging es dir? Konntest du Kopf und Herz verbinden? War der Weg sehr lang? Oder recht kurz? Oder war er erst lang und dann wurde er immer kürzer? Oder hat es gar nicht geklappt, Kopf und Herz in eine Verbindung zu bringen? Wenn du dabei warst, hast du vielleicht gemerkt, dass du das sehr gut bei dir sein konntest. Also wenn man wirklich dabei ist, dann fällt es einem auch oft schwer, nach 5 Minuten gleich wieder rauszugehen. Wenn man 5 Minuten nicht halten kann, dann ist man eher in der Aufmerksamkeit, wann sind die 5 Minuten endlich zu Ende? Aber Ziel der Meditation ist es ja zu lernen, wirklich 5 Minuten bei sich zu sein und diese Entspannung, die du dann erreichst, mit in deinem Alltag zu nehmen. Dann war das wieder für heute. Ich wünsche dir einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal, Lolita Rühle von www.kommindeinekraft.de. Tschüss.